Was sehen wir denn da? Er ist es, Leute. Gott, ich vermassel das. Der Giraffenhirschkäfer. Kann ich mal Trockenübung machen? Ich kann das oftmals so schlecht abschätzen. Ich hab ihn! Ich hab ihn! Oho! Ein Giraffenhirschkäfer! Das sind mal lange Zangen! Huh! Ihr seht, ich bin immer noch dabei. Am selben Tag. Einfach dauerhaft weitergemacht. Privat auf der Couch oder mal im Bett ein bisschen. Jetzt haben wir schon 7.37 Uhr, also gleich wäre die Uhrzeit vorbei. 8 Uhr morgens verschwindet der Dude wieder. Oh mein Gott. Und das ist noch nicht alles, um euch gerade nochmal mitzunehmen. Tatsache. Na gut, das ist der Walhai. Aber das ist der Mondfisch. Müsste der nicht einen Astronautenanzug tragen? Freunde, jetzt habe ich die schlimmsten Käfer des gesamten Spiels. Ich bin alles los. Leute, Freude! Ich habe schon von vielen gehört, dass die ebenfalls das Problem haben. Ich würde sehr gerne... Ja! Ich habe hier für meinen Laufweg, ihr seht auch, dass die Blumen kaputt sind da auf dem Laufweg. Mach das wieder rein. Von Palme zu Palme musste ich laufen und jetzt habe ich ihn. Ja, ich empfehle es wirklich, wenn ihr da bestimmt keine Zeit habt, dann stellt die Uhrzeit auf morgens. Ich glaube, da ist noch besser mit den Palmen. Vielleicht ist es so der Eindruck gewesen von mir, aber auf jeden Fall. Wo steckt er denn? Hier ist er mittendrin. Warum auch immer. Bringen wir das mal zu Eugen. Alter, Leute. Vermutlich startet der Part jetzt so. Ich bin einfach stolz. Wir haben alle anderen, ne? Also falls ihr fragt, Goliath-Käfer, habe ich noch tausendfach gesehen. Ich habe sogar den Herkules-Käfer nochmal gesehen. Der Zyklomatus oder wie der heißt, habe ich noch zweimal gesehen. Yeah. Oh, es ist so, da fällt einem ein Gebirge vom Felsen. Da fällt einem ein Gebirge vom Herzen, dass man das einfach los ist. Giraffen, Hirsch, Käfer. Oh nein, ein Giraschen. Ich kann nicht mehr reden. Es ist halt live, ne? Es ist einfach die Aufregung. Weil, keine Ahnung, eben gerade noch so und dann aufgesprungen, die Switch in Stock, PC an, Aufnahme drücken. Wieso muss man nicht mich derart peinigen? Die Frage muss gestellt werden. Wünschen Sie wirklich mehr über dieses Exemplar zu erfahren? Lass hören. Oh, ach so. Gut, wenn das so ist, Hüsten. Der Giraffenhirschkäfer hat ein unbestreitbar lächerliches Ausmaß. Sowieso schon von enormer Größe hat er noch zwei Mandibeln, mit denen er weit über 10 cm lang ist. Besagte Mandibeln erinnern an den langen Hals von Giraffen. Daher der Name. Meiner Meinung nach ist der Vergleich weit hergeholt. Giraffenhälse besitzen keine Stacheln. Wäre ich eine Giraffe, würde ich gegen eine derartige Deformierung protestieren. Na, in jedem Fall, alle herzlichen Dank für die wundervolle Spende. Solche Tierchen mögen mein furchtbarster Albtraum sein, aber trotzdem geben wir gut auf sie Acht. Und dazu noch den Mondfisch. Das ist doch ein Mondfisch. Ich könnte Ihnen viel Spannendes erzählen zu diesem Mondfisch. Famos. Mondfische sind große Verwandte der Kugelfische, deren Kopf an der Schwanzflosse zu sitzen scheint. Als Spezies sind sie recht entspannt und lassen sich einfach von der Strömung treiben. Das ist auch gut so, denn wem würde es schon gefallen, wenn plötzlich ein großer Kopf auf ihn zuschwemme? Und das war's im Groben. Denken Sie drüber nach. Ah, ich freue mich sehr, ich freue mich sehr. Damit sind die Sorgen vorbei. Ich dachte, ich muss schon ein
Twitch-Livestream machen, 3 Stunden lang das Vieh jagen. Man verzweifelt auch irgendwann, ne? Man verzweifelt auch irgendwann. Guckt euch an, die ganze Hirschkäfer oder nennen wir es große Käfer, ich weiß nicht, was das hier für einer ist, aber definitiv habe ich alle. Rosenbergi ist selten, Herkuleskäfer, Elefantkäfer habe ich jetzt auch ein paar Mal, Atlas, ja. Aber der ist halt hardcore drauf, ne? Bis 8 Uhr morgens. Wenn wir uns die so nochmal betrachten. Also ich gehe jetzt mal ganz flugs meinen Schmierzettel durch. Also angelmäßig haben wir alles. Und auch, ja, ich könnte in den September gehen. Zweifelsohne. Ich kann noch die Bergzikade bekommen. Die ist halt von 8 bis 17 Uhr. Also es hat sich total gebissen mit den Käfern, die ich gesammelt habe. Ach so, Vampirtintenfisch. Das heißt, wir werden vermutlich in diesem Park noch mal ein bisschen tauchen gehen. Aha. Aber für den Moment bin ich erstmal froh, das zu haben, weil ich glaube, diese Palmengeschichten, das sind die schwierigsten und ekligsten Viecher, die man in diesem Spiel bislang bekommen kann. Well done. So, Schnitt und für euch geht's nahtlos weiter. So, da wäre ich wieder. Und was geht ab? Mein Nook-Phone klingelt. Ich habe ja einiges verscheuert. Hallo, ihr schleppt aus Nooks Laden am Telefon. Dein Verkaufskistengeld ist da. Wir haben 115.000 Stellen nicht auf dein Konto überwiesen. Ich hätte so viel mehr Geld machen können, wenn ich abgewartet hätte. Oder, Twiggy? Also, Let's Play Markus, endlich können wir mal quatschen. Ich also hab das vermisst, okay? So, das reicht dann auch wieder für die nächsten Jahre. Was denn hier von Scully? Ein Geschenk. Bei diesen hiesigen Temperaturen sind diese Dinger unerlässlich. Köder! Ja? Ja? Krieg ich Köder? Wir gucken. Luftzirkulator. Oh, schade. Gut, das werde ich mir zu Hause einfach mal aufstellen. Danke, Scully. Und dann hole ich mir auch einen neuen Look, denn was wir jetzt auch noch machen müssen, ist Tauchen. Das werden wir in diesem Part noch zusammen erleben. Aber ich habe ja auch so einen Luftzirkulator und Ventilator. Die Dinge habe ich nicht mal selbst. Habe ich nicht mal selbst. Was ich aber habe, ist Platz machen. Aber danke. Ja, auf jeden Fall genau das Richtige. Könnt ihr nicht noch... Kann man noch einen Pixel verschieben hier? Kann man es draufstellen? Das Handy steht so. So. Da tut man nicht alles bei diesen Temperaturen, oder? Ja, dieses Festnetztelefon, ich weiß auch nicht. Stell es halt mal in die Ecke. Sieht man es quasi gar nicht. Gut, ich ziehe mir mal eben meinen... Moment, was habe ich da eigentlich für Sachen? Aber die anderen habe ich abgegeben, ja? Frag ja nur von Freund. Ich komme gleich mal im Taucheranzug wieder raus, ja? So. Besser, ich sehe wieder aus wie ein begossener Pudel. Ich hatte noch Maidlöckchen am Start. Das geht so, ne? Ja, da der Laden schon wieder zu hat, bleibt mir nichts anderes übrig, als nochmals die Verkaufskiste zu nutzen. Nee, ist noch an. Moment mal, wie lange haben die noch auf? Wolfgang? Wie lange haben die da noch auf? Wie dem auch sei. Dann nehmt mal den restlichen Stuff bitte an. Ganz tolle Käfer, das wird euch freuen. So. Ihr nehmt sogar das Unkraut. Bitte. Und die Stöcke. Was ich los bin, bin ich los. Ja. Und dann gehen wir jetzt tauchen. Also was mir persönlich noch fehlt an den Meerestieren
Und ich habe mich da nie intensiv mit beschäftigt, ja. Ich habe nur, als wir das ausprobiert hatten, mitgenommen, was es so gibt. Oh, Carlson. Gib mir sofort meine Käfer zurück! Naja, egal. So wichtig haben wir es auch nicht mehr mit den... Sternis. Nichtsdestotrotz ist es natürlich jetzt schon ein bisschen bitter, dass der Typ um die Ecke steht und ich habe meine ganzen dicken Palmkäfer an Schlepp und Nepp verscheuert. War vor allen Dingen in New Leaf ja das ganz große Ding, ne? War in New Leaf ja das ganz große Ding. Ja, um die schwierigen Sachen zu bekommen, die sich sehr schnell fortbewegen, dürfen wir nicht mal die A-Taste betätigen zum schneller bewegen. Das da. Denn schon ist es weg. Nee, dann ist es nichts Besonderes. Ich musste die Taste halt nochmal herausfinden. Wir haben hier eine Seepocke. Ja, und das muss ich halt leider Gottes bei jedem Blubberbläschen jetzt tun. Was ich suche, sage ich euch auch. Mir fehlt der Vampir-Tintenfisch. Der ist halt Ende August weg. Und deswegen hätte ich den ganz gerne, bevor er verschwindet. Die Gigas-Riesenmuschel, die gibt's auch bis September. Aber nichtsdestotrotz fehlt die ebenfalls und die wäre auch eine Möglichkeit. Oh, was? Oh, das ist doch eine Gigas-Riesenmuschel. Kann da bitte auch eine Gigas-Riesenperle drin sein? LOL! Also, heute gibt's Zufälle, oder? Aber das war jetzt ein positiver Zufall. Das wird als sehr schnell gehandelt. Also, die Daten zu den Meerestieren äußern sich so, es gibt verschiedene Größen, selbstverständlich. Und es gibt verschiedene Schnelligkeitsstufen. Und bei der Gigas Riesenmuschel habe ich mir auch sehr schnell notiert. Ebenso Vampirtintenfisch und Meeres... Nee, Riesenassel. Die ist auch sehr schnell. Also die Gigas Riesenmuschel, die ich jetzt habe, die kommt auch unabhängig der Uhrzeit. Ja. Okay, das hier ist klein. Hier haben wir... Oh, das ist doch ein Meerstrudelwurm. Meerstrudel? Der Gedanke gefällt mir. Also mir gefällt schon mal der Gedanke, dass ich heute 4 Sachen haben wollte und 2 davon jetzt schon habe, einfach. Also ich kann nur noch 2 bekommen, und zwar den Vampir-Tintenfisch und die Riesenassel. Also mehr Strudelwurm gibt es nur von 16 bis 9 Uhr, August bis September. Sehr langsam, sehr klein. Ist es weg? Ich dachte, es wäre weg. Ah, eine Qualle. Das wundert mich aber irgendwie. Ja, aber ich sehe ja nichts. Was soll ich denn... So streng werden sie es auch nicht machen, oder? Upsa. Hi. Ja, Riesenassel. Sehr schnell, Medium, 9 bis 16 und 21 bis 4 Uhr. Deswegen habe ich jetzt eben nach 21 Uhr... Das begann Juli bis Oktober. Aber Vampir-Tintenfisch ist halt das Ding. Oh, der ist schnell und groß. Wobei, Vampir-Tintenfisch ist ja M. Oh, das ist doch ein Seeohr. Gibt's auch ein Hörauge? Hä, das habe ich mir gar nicht notiert. Darf ich da ganz kurz mal Loki-Loki machen? Von wann bis wann das Seeohr vorhanden ist. Okay, da habe ich noch Zeit. Also das läuft nicht aus. Versteht ihr? Ach Leute, ihr seht, da läuft's wie geschmiert. Aber Ziel Nummer 1 ohne Vampir-Tintenfisch gehe ich hier heute nicht vom Hof. Mittelgroß, aber sehr schnell. Ist das mittelgroß? Eigentlich sieht es sehr groß aus. Okay, den Oktopus. Ich wage einfach mal großkotzig zu behaupten, diese Meerestiere sind einfach gar nicht so schwierig zu fangen,
im Vergleich zu Insekten oder Fische. Vor allen Dingen Insekten. Das war jetzt. Aber das war das Wildeste von allen, ne? Das war das Wildeste, was man sich rausnehmen kann. Das sind die Palmen-Viecher, die wir eben, ja, in diesem Part abgeschlossen haben mit dem Giraffenhirschkäfer. Da fällt mir ein Gebirge vom Herzen. Ehrlich. Wo mein Herz weint, ist natürlich, wenn man sieht, dass nicht mehr so viele Leute sich für Animal Crossing interessieren. Gut, haben sie bei mir nie, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber die, die da sind, finde ich erfreulich. Gut, der bewegt sich überhaupt nicht. Das ist nur ein billiger Seestern. Das läuft sogar ziemlich geschmeidig hier, Freunde. Ja, und dann im September müssen wir mal gucken. Es soll ja auch noch das Herbst-Update geben. Ich denke, das ist für Oktober anberaumt. Das hatte ja ein bisschen was zu tun mit... Halloween. Man hat so Kürbis gesehen. Also, ich finde schon vor Halloween statt, aber ich würde sagen, im September machen wir auch keinen Fass auf. Wir werden bestimmt mal irgendwann dann gucken, wo Rainer sich eigentlich so rumtreibt. So, euch schneide ich jedoch jetzt bis zu einer interessanten Stelle, die hoffentlich bald kommen mag. Oh, das ist doch ein Pfeilschwanzkrebs. Wenn du dich von mir fangen lässt, hast du den Bogen nicht ganz raus. Das sieht aus wie so ein Kabuto. Heißen die Pfeilschwanzkrebs? Ja, da bin ich nur der kindische Nerd ohne Allgemeinwissen. Gut, das wäre jetzt erstmal was gewesen. Mein Inventar ist so gut wie voll. Seeigel. Werde ich das Überflüssige gleich mal abgeben und nur die neuen Sachen behalten. Na, der war aber schnell. Oh, das ist doch ein Fangschreckenkrebs. Oh, Schreck, was für ein Fang. Das ist ja schön, dass ich diesen offensichtlich schnellen Kollegen jetzt eingesackt habe. Nicht, was ich wollte. Das heißt, ich muss noch weitermachen. Aber gut, für die Zukunft, für die Collection. Plus eins, Leute. Weiter geht's. Das ist doch... Wow! Eine Riesenassel! Da bin ich eindeutig zu tief getaucht. Und das Ding habe ich jetzt eine ganze Weile verfolgt. Leider ist es auch nicht, was ich wollte, nämlich den Vampir-Tintenfisch. Aber der darf doch jetzt auch mal bald kommen, oder? Am besten schon du. Nicht ganz. Ich melde mich, sobald ich ihn habe. Das ist doch ein Vampir-Tintenfisch. Den habe ich mir ganz locker flockig geschnappt. Flockig, wegen Vampir. Flock. Das war jetzt direkt um die Ecke. Ich weiß nicht, ob ich euch das schneide. Jetzt habe ich auf jeden Fall genug rumgetaucht. Dann habe ich jetzt alles. Ja, ich habe jetzt alles, was es gibt momentan. Im September kommen neue dazu. Das Perlboot und der Regenschirm-Oktopus. Und was weiß ich noch, da muss ich nochmal genauer schauen. Aber jetzt haben wir eine Menge neue Tierchen. Und zwar wollen wir nochmal schauen. Also hier Vampir-Tintenfisch, ja. Ja, und die Riesenassel ist ein größeres Ding. Die gibt es bis Oktober noch. Und die habe ich jetzt auch abgehakt. Das finde ich sehr schön.
Das heißt, wir haben hier 3, 7 neue Meeresbewohner. Aber ich werde nicht in diesem Part zu Eugen laufen und die alle ab... Oh, die Skorpion. Hat er mich erschreckt. Nochmal eins für Carlson, oder? Reg dich doch mal ab. Ja. Ich werde jetzt nicht zu Carlson, zu Eugen laufen, alles vorlesen. Das machen wir schön im nächsten Part. Da können wir vielleicht noch den einen letzten Fisch im Teich fangen. Mal gucken, was wir da so machen. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr da auch wieder dabei seid. Und hoffentlich kommt dann im nächsten Part der Rainer auch mal wieder vorbei. So. Zack, 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 zack. Weg damit. Ja, auch allein, wenn man so viel rumtaucht, hat man überhaupt keine Geldsorgen mehr. Also wenn man die 100% macht im Museum, Insekten- und Fischetechnik. So, jetzt ist Carlson natürlich über alle Berge. Was war denn das für ein dicker Brummer? Na, kann mir egal sein, weil ich hab die ja alle. Ja, komm mal wenigstens. So, jetzt dieses nervige Karussell die ganze Zeit am Düdeln. Wenigstens ein Skorpion für dich. Für dich, mein Freund. Einfach zum... Alter, so öfter aus. Einfach zum Klarkommen. Also, das waren jetzt erfolgreiche Parts fürs Museum, muss ich echt sagen. Nächsten Part so ein bisschen Aufarbeitung. Aber für den Moment danke fürs dabei gewesen sein und bis zum nächsten Mal. Bis dann und ciao.